Sofa werde ich nie mehr brauchen, egal was kommen mag, das Sofa-Problem wäre abgehakt. Ich hatte alles, eine sehr anständige Stereoanlage, eine Garderobe, die sich mittlerweile wirklich sehen lassen konnte. Ich war so kurz davor, mich vollständig zu fühlen. Mann, und jetzt ist alles weg, scheiße. Weißt du, was ein Plaid ist? Ich glaube, eine Decke. Eine kleine Decke. Nichts weiter. Wieso wissen Leute wie du und ich, was ein Plaid ist? Ist das unentbehrlich für unser Überleben? Jäger und Sammler technisch betrachtet? Nein. Was sind wir eigentlich? Tja, keine Ahnung. Konsumenten? So ist es. Wir sind Konsumenten. Wir sind Abfallprodukte der allgemeinen Lifestyle-Obsession. Interessieren mich nicht. Mich interessieren vielmehr all die Promi-Magazine und Fernsehen, 500 Kanäle, ein Namensschild auf meinen Unterhosen, Aspartam, Viagra, Olestra, Martha Stewart. Scheiß auf Martha Stewart. Martha poliert das Messing auf der Titanic. Es geht alles unter, Mann. Das Geschissen auf deine Sofa-Garnitur und auf die Strähne streifen musste. Ich sage, fühl dich nicht vollständig. Ich sage, Schluss mit der Perfektion. Ich sage, entwickeln wir uns. Lass die Dinge einfach laufen. Das ist meine Meinung. Ich könnte mich täuschen. Vielleicht ist alles eine furchtbare Tragödie. Nein, es ist nur Krempel. Tragödie. Jedenfalls hast du einen Haufen vielseitige Lösungen für modernes Wohnen eingebüßt. Scheiße, du hast recht. Naja, meine
Versicherung übernimmt das wahrscheinlich. Also. Was? Alles, was du hast, hat irgendwann dich.